Grüß euch und hallo zusammen. Auf mehrfachen Wunsch mache ich heute mal ein Video über meinen Inder. Also über den John Deere 5067E. Der hier ist jetzt noch relativ neu, ist jetzt ein halbes Jahr alt, hat jetzt 130 Stunden drauf. Ich habe ihn hier schon ausgestattet vorne mit 4 Frontgewichten, damit er ein bisschen Gewicht auf der Vorderachse hat. Und hinten habe ich ihm Felgengewicht da reingebaut. Mein Vertreter hat schon mal gesagt, kauft er heute einen größeren Bulldog. Aber ich finde die Größe eigentlich ziemlich genial. Also es ist ja mein Drittschlepper. Ich habe noch von John Deere noch eine 6er Serie und eine 5er Serie. Und der rundet die Geschichte nach unten hin ab. Ist halt alles relativ basic von der Ausstattung. Also wir haben mal 2 doppelwirkende Hydrauliksteuergeräte. Und Hubwerksregelung ist mechanisch, aber ich habe hier schon Schnellfanghaken an den Unterlenkern. Automatisches Anhängmaul, höhenverstellbar. Reifen hat er hinten 480 70 30 drauf und vorne die 320er. Die Motorhaube muss man mit Werkzeug aufmachen. Ich muss hier mit einem Schlüssel oder mit einem Schraubenzieher reindrücken, dass ich aufmachen kann. So, da ist das gute Stück. Diese kleine E-Baureihe wird ja in Indien gebaut. Hat also einen Dreizylinder-Motor drin mit 2,9 Liter Hubraum. Und in dem Fall jetzt 67 PS. Hat also ganz schöne Kühlerausstattung. Also wir haben hier den Wasserkühler. Der hat hier auch ein Kühlergitter. Das ist manchmal auch ganz gut, wenn man das ausklopft. Dass man so, hört. Ein kühler Schutzgitter, das war eigentlich ganz okay so. Ladeluftkühler, Ölkühler, Kraftstoffkühler, davon sitzt die Motorsteuerung, Luftfilter. Soweit ist alles relativ gut zugänglich. Also man hätte natürlich da den Ölmessstab noch gelb lackieren können, dann wäre es ganz super gewesen, damit man den auch schön findet, aber... Ansonsten ist natürlich da ganz schön viel Leitung und Schlauch und Klump und Zeug dran. Da oben sitzt der Dieselpartikelfilter. Grundsätzlich kann man nichts sagen, der ist einigermaßen sauber verarbeitet, alles relativ klar. Innen in der Kabine gibt es eigentlich auch keine großen Rätsel. Wer die John Deere 5er Serie kennt, das ist so ziemlich dieselbe Kabine wie auf den alten 5ern aus Mannheim drauf war. Radio habe ich halt drin und Arbeitsscheibe von hinten, Rundumleuchte und da herüben Heckhydraulik. Da kann man eben zwischen Lage- und Zugkraftregelung verstellen und die Heckhydraulik hoch runter, beziehungsweise hier sind Schnellaushubtasten, also ich kann auch damit quasi die Tiefe einstellen und dann bloß hier mit Hydraulik auf, Hydraulik runter. Zapfhelle. Der Quittungsknopf, wenn man den Schlepper verlassen möchte, muss man da drauf drücken, damit die Zapfhelle weiterläuft. Ansonsten geht sie nach ein paar Sekunden aus, wenn man den Fahrersitz verlässt. Ja, und die Schaltung ist ein bisschen speziell. Also wir haben hier den Gruppenschalthebel. Da habe ich also 3 Gruppen, A, B und C. A, klar, die langsamste, B, die mittlere, C, die schnelle. In jeder Gruppe habe ich hier 4 Gänge und eine Parkstufe und in den Vorwärtsgängen noch eine Lastschaltstufe. Ja, hier hat er noch einen Power Shuttle Hebel für vorwärts, rückwärts. Das gibt dann 24 Vorwärtsgänge und 12 Rückwärtsgänge. Der Traktor hat keine Handbremse mehr. Er hat zwar hier einen wie so einen Handbremshebel, aber ohne Knopf. Also man kann da auch anziehen, dann bremst er auch. Aber die eigentliche Parksperre oder die, um den Schlepper gegen das Wegrollen zu sichern, ist hier praktisch am Schalthebel die P, die Parkstellung. Das finde ich sehr gut, weil gerade bei mir mit meinen Lehrlingen das natürlich auch oft passiert ist, dass einfach die Handbremsen nicht gescheit angezogen werden und dann fährt man mit halb angezogener Handbremse spazieren, wundert sich, warum ein rotes Licht im Armaturenbrett brennt. Und dass irgendwann der Rauch aufgeht und dann freut sich der Chef wieder, wenn er Handbremse reparieren muss. Also man sieht hier, es gibt einen gewissen Getriebetunnel, der ist aber eigentlich nicht störend, also ist nicht zu breit
und auch nicht zu hoch. Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Bei der Bremse, Gas fällt gar nichts. Bei der Kupplung denke ich mal hier und da, das Kupplungspedal könnte ein bisschen weiter außen sitzen. Das Teil ist eigentlich relativ einfach zu bedienen und selbsterklärend. Jetzt muss ich euch noch was zeigen, was mir bei dem Bulldog sehr gut gefällt. Das können andere Hersteller nicht so gut. Also gerade so, wenn ich jetzt mit dem Mischwagen dastehe oder wenn ich auch im Winter mit dem im Wald bin, mit der Seilwinde, dann ist es ja bei modernen Schleppern durchaus üblich, wenn ich jetzt den Motor starten will, muss ich auf dem Sitz sitzen. Wenn ich die Zapfhelle anschalten will, muss ich auf dem Sitz sitzen. Jetzt zeige ich euch das mal, wie das John Deere gelöst hat. Ich starte den Motor, ohne am Sitz zu sitzen. Läuft. So, Zapfhelle ein, Quittungsschalter gedrückt. Drehzahl ist da, 310 Umdrehungen auf der Zapfhelle. Also das finde ich echt ziemlich gut von John Deere, dass es so praxistauglich auch geht. Ja, und dann muss ich euch vielleicht noch ein bisschen die Geschichte von meinem Inder erzählen. Den ersten John Deere 5067E habe ich ja im Dezember 2018 gekauft. Ich war vorher schon lange auf der Suche nach einem Traktor, weil eben mein alter, ich hatte so einen alten 1630 John Deere Hinterradschlepper mit, was hat er gehabt, 56 PS. Ja, der hat es halt einfach hinter sich gehabt. Der war durch, der hat dann auch Stunden drauf gehabt. Der Hydraulik hat nicht mehr gescheit funktioniert und man hat ihn einfach nicht mehr wirklich einsetzen können. Und jetzt war ich schon irgendwie 2 Jahre am Suchen und nach einem schönen gebrauchten Traktor. Und es war halt, wie so in der Leistungsklasse üblich ist, entweder waren die Traktoren preislich interessant, aber in einem Zustand, wo ich gesagt habe, naja, den habe ich selber auch daheim. Oder die Traktoren waren so teuer, dass ich gesagt habe, da lege ich jetzt noch ein paar Euro drauf und kaufe mal 9. Also ein paar Tausend natürlich. Ja, Fakt ist einfach, wir haben einfach gesucht. Wir haben uns auch ein paar neue angeschaut. Wir haben also Valtra-Probe gefahren, Valtra A-Serie. Und ja, und das war ja alles ganz lustig. Aber im Endeffekt stand der Vorführer beim Händler und wir haben ihn ausprobiert und haben gesagt, ja, damit könnte man zurechtkommen. Das ist ein schönes, kompaktes Fahrzeug, da vor allem auch vor dem Mischwagen dran. Den Bulldog mit dem Mischwagen kann ich einfach in die Halle fahren, mache das Tor zu, dann ist er aufgeräumt. Alles, was länger ist oder größer an Traktoren, muss ich dann Traktor abhängen oder eben Tor offen lassen, einen Traktor von rausstehen lassen. Das wollte ich aber auch nicht. Und daher hat er eigentlich ganz gut gepasst und dann haben wir den gekauft und waren soweit eigentlich recht glücklich. Bis dann im August 2019, der Schlepper hatte inzwischen schon 250 Stunden drauf, haben Probleme angefangen. Und zwar ist der Allrad, hat sich nicht mehr ausschalten lassen. Also den Knopf hat man ausschalten können, das Allradlicht ist auch ausgegangen, aber der Allrad war trotzdem noch drin. Ja gut, also wir hatten gerade noch so Garantie. Händler hat nachgeschaut, hat festgestellt, da hat es einen Simmerring von der Allradkupplung rausgehauen. Okay, Allradkupplung wurde repariert, Traktor lief wieder. Was waren es? 30 Stunden später wieder, der Allrad ging nicht raus. Wieder zum Händler. John Deere Händler hat sich also wirklich bemüht, da kann man gar nichts sagen. Da ist quasi alles ausgetauscht worden, die Kupplung neu gemacht worden, alle möglichen Hydraulikdrücke gecheckt worden. Alles in Ordnung. Ich glaube, es waren bloß 25 Stunden wieder. Allradkupplung kaputt. Wieder zum Händler. Die haben wieder geschaut, haben dann versucht, noch was beizulegen, dass die Kupplung nicht so weit auffahren kann und so. Aber da hat man dann schon gesagt, Mensch, also das Fahrzeug sollte man dann vielleicht tauschen. Das bringt so nichts. Und naja, auf jeden Fall kam das Fahrzeug wieder repariert zurück. Und so nach dem Motto, jetzt muss es funktionieren. War aber wieder nichts, waren wieder um die 30 Stunden und Allrad ging nicht gescheit raus. Also es war wieder nichts. Und dann haben wir den Traktor im April dieses Jahres, also April 2020, wurde der dann gewandelt. Also der ging zurück zum Händler. Wir haben dafür einen anderen Vorführer gekriegt. Das ist jetzt eben mein zweiter Inder. Also auf den ersten habe ich 300
40 Stunden oder so drauf gefahren. Auf denen sind es jetzt 130 Stunden. Also ein bisschen Erfahrung haben wir schon auf der Maschine. Ich hoffe natürlich, dass bei der Maschine das mit Problem mit der Allrad, mit dem Allrad nicht auftaucht. Was auf jeden Fall auffällt, ist, dass doch etliches geändert wurde an dem Traktor. Ich finde auch durchaus zum Guten, also ich habe schon das Gefühl, dass jetzt der aktuelle besser funktioniert als der alte. Ich meine, klar, jeder Händler sagt, du bist der Einzige, bei dem dieses Problem auftritt. Aber das nützt natürlich dem Kunden nichts, wenn er einen kaputten Schlepper hat und er weiß, er ist der Einzige. Das ist natürlich ganz blöd. Naja, gut. Also größter Kritikpunkt, muss man ganz ehrlich sagen, ist das Getriebe. Ich weiß nicht, ob vielleicht irgendwann ein Verantwortlicher von John Deere dieses Video sieht. Das Getriebe, das sie da eingebaut haben, das ist Murks. Warum ist das Getriebe Murks? Also erstens, das Getriebe ist gut gestuft. Also man hat eigentlich nicht viel doppelte Gänge. Das läuft alles ganz gut. Aber dieser Gruppenschalthebel ist nicht synchronisiert. Also wenn ich jetzt einen schweren Anhänger habe, dann muss ich in C anfahren, weil ich nicht von B auf C schalten kann, ohne dass mir die Zahnräder hinten beim Getriebe rausfallen. Der ist eigentlich nur im Stand zu schalten hier. Und C1, also der langsamste Gramm-Gang in der schnellen Gruppe, ist so schnell, dass ich, also wenn ebener und fester Untergrund ist, dann kann ich mit einem 8 Tonnen Güllefass anfahren. Sobald ich aber in der Wiese stehe und möchte, keine Ahnung, auf der Wiese einen Ballenwagen wegziehen oder so, oder wenn ich von der Wiese raus muss und auf eine Straße über eine Auffahrt, über einen Straßenrain rauf, dann muss ich mit B da rauf, weil C ist zu schnell, und dann kann ich auf der Straße nochmal stehen bleiben, quasi, um von B auf C zu wechseln. Die Firma John Deere hat so gute Getriebe. Einfach das normale Powerquad-Getriebe, wo jetzt zum Beispiel beim 5820 drin ist und so. Da braucht mir doch keiner erzählen, dass das Getriebe viel teurer ist wie die Rumbastelei an dem mechanischen Getriebe. Einfach das Getriebe rein und dann hat man saubere Geschichte. 4 Gruppen, 4 Lastschaltstufen und dahin geht's. Der Bauer ist glücklich und die Firma hat keinen Ärger. So. Jetzt fahren wir mal an im Standgas. Also seht ihr, C1 Low, Standgas 5,9 km/h. Und wenn man dann mit einem Anhänger anfahren muss, der 8 Tonnen wiegt, dann ist das Fall ganz schön schnell. Aber noch besser wird es rückwärts. Jetzt legen wir mal den Rückwärtsgang ein. C1 rückwärts. Ja, da sind wir nämlich schon bei 6,4 km/h rückwärts. Also mit diesem Gang rangiert man quasi keinen Anhänger mehr rückwärts. Also schon ein paar Meter, aber wenn es mal genau zusammengeht, funktioniert das nicht mehr. Zum Motor vielleicht auch noch. Also der Motor ist sparsam, läuft schön, kann man gar nicht sagen. Aber wurde natürlich durch die ganzen Abgasgeschichten schon kastriert. Also vor allem im unteren und mittleren Drehzahlbereich ist er sehr träge. Einerseits sehr träge beim Beschleunigen, aber auf der anderen Seite, wenn es irgendwo einen Berg rauf geht, ist er auch sehr zäh und beißt sich schon ziemlich fest. Also er hat schon seine Leistung und er zieht auch, aber Freude am Fahren ist was anderes. Also ich sage immer, dass wenn man einen Autokäufer, wenn man so ein Auto mit so einem Motor anbieten wird, da wird jeder Autokunde sagen, spinnt ihr, behaltet euren Mist, sowas kaufe ich nicht. Aber uns Landwirten kann man sowas dann vorsetzen. Das Problem ist aber kein John Deere Problem. Ich hatte Valtra auch schon probiert. Also das ist eine, die sind wahrscheinlich alle gleich, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich nichts John Deere Spezifisches. Also soweit würde ich sagen, bin ich eigentlich ganz glücklich mit dem Fahrzeug. So im Nachhinein, was ich jetzt so Erfahrungen habe und so. Ich glaube, wenn ich wieder die Entscheidung anstehen würde, würde ich vielleicht noch den einen oder anderen Hersteller ausprobieren. Weil, naja, er hat halt doch ein paar Sachen, vor allem das Getriebe. Ich meine, das wusste ich beim Kauf schon, dass das Getriebe Mist ist. Man kann damit leben, aber Spaß ist was anderes. Ich glaube, soweit ist das mein Resümee. Kein Daumen hoch, aber auch kein Daumen runter, irgendwo dazwischen drin. Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch und fährt euch. Bis zum nächsten Mal.